Ich habe wir alle schon wach, anders aufgewacht. Genau so, das Szenario. Wir setzen Sie für die Morgenfahrt einen Passagierzug in Betrieb. Nein, wir müssen ja nur in Betrieb setzen. Wahrscheinlich nur in Betrieb setzen und dann zum Dings, zum. Okay, ich verstehe jetzt, warum es nur 10 Minuten lang ist. Willkommen in Finntrop. Jeden Morgen müssen alle Züge vorbereitet und in Betrieb genommen werden. Es steigen schon die ersten Menschen ein. Okay. Ihr Zug befindet sich auf dem Rangierbahnhof. Jenseits des Bahnhofs. Denken Sie daran, dass diese Strecke in Betrieb ist. Seien Sie sich in Ihrer Umgebung stets bewusst. Okay, das finde ich jetzt wirklich cool, dass man wirklich. Quasi im vollen Betrieb jetzt sich irgendwie dahin hin bewegen muss und natürlich auch aufpassen muss, wahrscheinlicherweise. Ja, das finde ich gut gemacht. Ich glaube, der entsteht es auch schon, ja. Licht durch die Pfütze. Um sich in Bewegung zu setzen, müssen die Lok und den Steuerwagen an beiden Enden des Zuges aktivieren. Ja. Gärtungslokomotive ist. Das heißt, okay, macht auch irgendwie ein bisschen Sinn, dass man erst die Lokomotive hinten aktivieren muss und nicht erst den ne, Steuerwagen. Perfekt. Dann wollen wir mal Batterie starten. Und den Stromabnehmer auf Heck. Und wahrscheinlich hier hinten hin und alles anmachen. Rückwärts. Ah, klar, rückwärts. Ne? Okay. Richtungswende auf rückwärts. Warten Sie, bis der Druck im Hauptbehälter 6 Bar anzeigt. Da. Der Hauptluftbehälter. Hauptluftbehälterleitung. Lokomotive vorbereiten. Schmutten überheben und MCB schließen. Fahrbremse auf volle Us. Leistung. Und die Fahrbremse auf lösen. Neutral und die Fahrerbremse auf aus. Ich verstehe, um den Druck aufzubauen, musste man das alles offenbar machen und die Parkbremse lösen und Führerschein wechseln. Den Ausgang finden. Gefunden. Und zu.
Oh. Ich verstehe. Ich verstehe deinen Hinweis, deine Warnung. So, jetzt müssen wir den vorderen Teil in Betrieb nehmen. Den letzten. Schließen Sie die Tür und halten Sie die Batterie an. Batterie an. Beleuchtung auf Spitzensignale und hinsetzen, dann Richtungswende auf neu, okay, vielleicht auch vorwärts, Bremsschlüssel aus, Zugbremse auf volle volle Leistung. Und hier vorne wahrscheinlich auch ein bisschen aufbauen. Jetzt hier natürlich, natürlich auch den Stromabnehmer heben und MC schließen. Scheiße, in Ordnung zu sein, es kann losgehen. Sie werden auf Bahnsteig 3 geleitet. Wunderbar. Zielvorgabe erfüllt. Für den Trabalden. Das kriegen wir doch hin. Wenn das, dann kann ich mir mal ein bisschen hier umschauen. Kleines Bremsen muss ich mich auf alle Fälle noch gewöhnen. Aber das ist ja normal. Dafür sind halt einfach bis jetzt zu kurze Fahrten gewesen. Aber das ging nur eigentlich ganz gut. Hier sind die Türen, alle friegeln. Türen sperren rechts, nein, Türen links entriegeln. Geil. Und Fahrgasttüren öffnen. Cool. Ausreichend, diese Schicht wäre erledigt. Vielen Dank. Gern geschehen. Steigen Sie aus. Steigen Sie aus dem Zug aus. Um die Aufgabe zu erfüllen. Ach, die Türen sind offen. Wunderbar, das wäre sogar weniger als 10 Minuten. Zeitpunkt 8:43 läuft. Kurz vor neuen Level. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen gibt es dann das zweite Szenario, ist dann ein bisschen länger, 50 Minuten wird es wahrscheinlich ungefähr sein. Heißt, morgen wird es einen Frachtwechsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Also, mehr oder weniger. Mach's gut. Tschüss.